ist August, es ist Technikzeit. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Profi und normal sind die neuen Sets immer im Juli rausgekommen, aber seit einer geraumen Zeit macht Lego, was es will und neue Sets kommen im Oktober, und so weiter und so fort. Und jetzt ist August und es sind so zwei neue Technik-Sets gekommen. Zum einen der Kollege hier, die 42144 und die 42145, das ist der Rettungshelikopter. Den stelle ich euch auch noch vor, ich habe ihn mir doch gekauft. Aber heute geht es um den Kollegen, um den hydraulischen Bagger. Beziehungsweise es ist ja kein Bagger, es ist ja mehr ein Kran. Wir haben hier ein wunderschönes rotes Gefährt und was soll ich sagen? Wir haben eine Kralle und wir haben Pneumatikzylinder. Richtig, Pneumatik. Das System war Pneumatik. Und das ist der Grund, warum das Ding so teuer ist. Warum so teuer, fragt ihr? Naja, wir haben ein paar hundert Teile. Das Ding kostet, unverbindliche Preisempfehlung, 119,99 €. Das ist ganz schön stattlich. Ein großer Teilepreis. Wir machen es mal auf, oder? Wir gucken mal rein. Und wir haben eben bei diesem Umschlagbagger, wie es richtig heißt. Das ist ein Bagger, der ist zum Beispiel auf einem Schrottplatz, auf einer Deponie zuständig und nimmt eben den Schrott oder den Müll von der einen Seite und macht ihn auf die andere Seite. Wir gucken mal rein, denn wir haben auch Funktionen, zu denen kommen wir gleich. Und ihr seht schon, da ist nicht viel drin. Ein paar Pneumatikschläuche und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tütchen, 7 Tütchen. Das ist echt nicht viel. Guck mal. Das ist der ganze Bagger. Das ist schon nicht weg. Das ist schon wenig. Boah. Und ein paar Pneumatikschläuche, klar. Viel Geld geht für die Pneumatikschläuche drauf. In der Anleitung natürlich ist wieder weiß gehalten, wie wir es kennen von Lego Technik. Ich mache die gerade mal auf. Ich kenne da nichts. Indianer kennen keinen Schmerz. Zack. Wir gucken mal rein. Denn wir haben auch Sticker mit drin. Sticker werde ich keine anbringen. So, haben wir nämlich einen Stickerbogen mit bei, da steht alles drauf, was wir wissen müssen. Da steht die Setnummer drauf. Steht die Setnummer drauf? Ne, steht nicht drauf. Und wir haben ein Lego Technik Logo. Das blaue soll LT sein, Lego Technik Logo. Ich rupfe das mal auf hier. Weg mit dem Kunststoff, ab in den Müll. Eine dicke Anleitung. Ordentlich viel was drin. Geht auch direkt bei Lego Technik los. Wir haben drei Bauschritte. Wir bauen zuerst das untere Teilchen, dann den Kran und dann zum Schluss die Verkleidung. Zwei Worte muss ich loswerden. Ja, es ist teuer wegen der Pneumatik. Pneumatik war schon immer teurer, aber das hat schon, ich weiß nicht, einen gewissen Wert. Wir gehen mal zu den Funktionen über. Pneumatik heißt, wir können den Arm bewegen, den Ausleger bewegen und wir können auch die Kralle bewegen. Drei Pneumatikzylinder. Hier seht ihr es. Ein kleiner Pneumatikzylinder, zwei neue große Pneumatikzylinder in Dark Blue Grey und die blaue Luftpumpe, die kennen wir vom Upflip Truck schon, 42128, glaube ich. Und wir haben drei von den Ventilen. Und jetzt haben wir eine Besonderheit, die haben wir eigentlich noch nicht gehabt. Sehen wir das irgendwo? Ne, sehen wir nicht von der oben an sich. Im Heck von dem Gerät ist es nicht so, dass es wie bei anderen Sets ist, dass wir den Hebel umlegen, dass die Funktion ist. Ne, wir müssen den Hebel auf die Seite legen halt. Wir benutzen die Ventile anders als sonst. Das ist so eine kleine Neuerung, aber es sind die neuen Ventile, die in 42128 auch verbaut waren. Aber das ist schon sehr mager, ne? Ich zeige euch das mal, was ich meine mit den Ventilen. Das sieht man bestimmt hier irgendwo gut. Ja, hier sieht man das. Hier liegen die Ventile drin und anstatt, dass man das Ventil nach oben oder unten macht, geht eine Stange durch in dem Ventil und dann können wir später mit so einem Technik-Tooth, mit so einem Zahn einfach nach links und rechts umschalten. Aber sonst ist da nicht viel mit Funktionen. Jetzt kommt nämlich ein großer Kritikpunkt. Lenkung, Drehung des Kranzes und Stützen. Das sind meine Punkte, die müssen wir nachher noch ansprechen. Aber nach dem Bau, ich weiß schon, wie das Ding aussieht. Und es gibt ja auch die 42053. Die habe ich euch auch in einem Video schon vorgestellt. Genau das gleiche in grün. Drei Pneumatikzylinder, eine Pneumatikpumpe und hat eine Volvo-Lizenz und war um einiges günstiger. Gucken wir uns dann auch im Vergleich dann später mal an. Aber ich baue jetzt erstmal die paar Teile zusammen. So schwer sollte das nicht sein. Und dann gucken wir einfach doch mal, ob das Ding ein Top ist oder eher ein Flop. Nur 90 Minuten habe ich benötigt, die 835 oder 853 Teile zusammenzustecken. Das ist nicht lang. Ich meine, wir gucken mal ganz kurz in die Anleitung, bevor wir uns dem widmen. Es sind zwei Sachen, die mich ein bisschen irritieren. Zum einen haben wir natürlich, wie bei jedem Pneumatikset heutzutage, Schläuche. Das habt ihr schon gesehen beim Unboxing, die in der richtigen Größe zugeschnitten sind. Aber von diesen 850 Teilen
haben wir 103 blaue Dreierpins, 42 Achspins und jetzt Achtung, von den schwarzen Pins 122. So grob überschlagen haben wir, kann das wirklich sein? Wir haben 300 Pins und mindestens allein in dem Set. Das heißt, zieht von den 800 irgendwas Teil ab, haben wir 500 normale Teile, plus immer noch kleine Teile. Da sind immer noch 1x1 Teile mit bei, da sind immer noch kleine Achsen mit bei, Stopper und so weiter und so fort. Und wie ihr schon seht, ich habe den Stickerbogen nicht angebracht. Ich mag meine Technik-Sets gerne ohne Sticker, außer sie sind besonders. Und das Set ist besonders, aber komme ich drauf. Eine Sache ist, erwähnt es ja gleich zu Anfang, das Ding hier vorne ist genial gebaut. Das Ding ist super gemacht. Beim Bau allerdings, muss ich sagen, bin ich mal ganz kurz verdutzt zurückgeblieben. Denn man muss die Teile so zusammenstecken. Man baut diese Kralle separat hier vorne. Stück für Stück. Und da haben sie mich ein bisschen irritiert, weil da werden... Ich zeige es euch mal. Ich muss nur die Kralle finden, wo die ist. So. Man baut hier diese Kralle Stück für Stück zusammen. Man baut hier die Haltearme, die Greife und so weiter und so fort, macht man alle nach und nach dran. Dann baut man den Zugmechanismus, wo oben dran quasi dann die Halterung ist, wo man gezogen wird, dass die Kralle auf und zu geht. Und dann legt man alles auf den Tisch und steckt die Achsen ein. Also da habe ich gestutzt, als ich das auf dem Tisch gesehen habe. Das hätte man eleganter lösen können. So ein bisschen. Das fand ich nicht so fein. Gehen wir auf die Funktion ein. Das interessiert euch am meisten, oder? Zuallererst, bevor ich euch die Funktion zeige, die Kralle hier, die hängt frei. Die schwingt frei komplett. Bedeutet, wir haben keine Pneumatikschläuche, die irgendwie bedingen, dass wenn das Ding an einem gewissen Winkel ist, dass die Pneumatikschläuche in die eine oder andere Richtung drücken. Zeige ich euch bei der 42053 mal, da war es nämlich so. Gehen wir auf die Funktion ein. Wir haben ein Gerät, das wir drehen können, aber wir müssen es von Hand drehen. Da ist kein Zahnradmechanismus dabei zum Drehen. Des Weiteren haben wir Stützen. Die Stützen können wir ausfahren. Zack, zack. Vier Stützen von Hand, zack, zack. So, komme ich dazu. 42108 bei der gelbe Kranwagen habe ich euch gezeigt, habe ich gerade nicht hier oben stehen. Da waren Stützen auch mit drin. Allerdings haben die Stützen minimal den Boden geholt. Das Ding ist einfach nicht in der Luft geschwebt. Hier schweben wir trotz Aufbau in der Luft. Ich kann denken. Ich kann die Reifen durchdrehen lassen. Das Ding ist komplett in der Luft. Lego hat gelernt. Super gut, finde ich super. Wir lassen es auch mal aufgebockt, denn nur so sollte man den Kran bedienen. Des Weiteren können wir die Kabine nach oben drehen. Ist auch jetzt einfacher Mechanismus, ein Schneckenzahnrad und ein Zahnrad, Kabine ist oben und wir können die Türe aufmachen. Super Feature. Türe aufmachen, Kran ist oben. Und jetzt, wie er so dasteht, messen wir ihn nochmal aus. Denn im hochgekurbelten Zustand hat die Kabine eine Höhe von ja, 23,5 cm. Der komplette Unterbau ist lang, Zahnrad zu Zahnrad, 28 und von Arm bis da hinten sind so 52 cm. Und tief haben wir die ganze Kiste, so von Reifen zu Reifen, 13,5 cm. Klein ist er nicht. Er ist sogar ein Stück größer, größer als ein Volvo-Vorgänger. Doch jetzt schrauben wir wieder runter und ich spoilere schon wieder alles. So, eine weitere Funktion habe ich gerade gezeigt, ist die Lenkfunktion. Wir können, ich mache es einfach nochmal runter, zack, wir können diesen ganzen Käse auch fahren und lenken. Der Wendekreis ist natürlich unterirdisch schlecht, aber es funktioniert. Lenkung auch super simpel, ein Zahnrad, Stift und das ist eben übersetzt, das ist nichts Besonderes. Die nächste Funktion ist die wichtige, das ist die Pneumatikfunktion. Wir haben eine blaue Pneumatikpumpe. Die kann ich pumpen, da passiert irgendwas. Ihr seht schon, ich habe irgendeinen Hebel leicht umgelegt. Wir haben drei Pneumatikpumpen drin, wir haben eine Pneumatikpumpe, ich halte es mal ganz stupide hier, die den Arm nach oben macht, eine, die den Ausleger bedient und eine, die den Greifhaken bedient. Der Greifhaken, ich bediene mal zuerst den Greifhaken, können wir schließen und öffnen. Schließen und öffnen. Die Besonderheit von dem Ding zeige ich gleich noch. Des Weiteren können wir den Kranarm senken und nach oben befördern. Und es ziemlich weit nach oben befördern. Und den Ausleger können wir zusammenfalten oder ausfahren. Und ich messe jetzt mal kurz im ausgefahrenen Zustand, wie riesig das Ding ist. Denn, man sollte vielleicht den Kranarm hier, warte mal, so ganz ausfahren. Wir haben jetzt eine Höhe von diesem Arm von 48 cm. Rund 48 cm. Das ist ganz schön groß. Klar, die Kralle da oben macht jetzt keinen Sinn mehr, ist aber so. Und ich kann jetzt aber, ich gehe mal noch ein Stückchen runter, zack. Pneumatik ist nicht so genau, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil bei Pneumatik, da kann man nie wie beim Aktuator so wirklich millimetergenau arbeiten. Das macht aber die
den Reiz von Pneumatik aus. Ich kann den Arm auch ganz langsam senken oder super schnell. So. Wir können die Kralle auf und zu machen, habe ich gesagt. Kralle zu, Kralle auf. Zudem sage ich gleich noch was. Erstmal möchte ich festhalten, das waren alle Funktionen. Alle Funktionen. Arm hoch, Ausleger vor oder hoch runter, Kralle, lenken, aufbocken, Kabine hoch. Das war's. Ich hätte mir noch ein, zwei Feinheiten gewünscht, komme ich noch dazu. Erstmal zur Pneumatik. Die Schläuche sind super verlegt, da ist alles klasse dran gemacht, da kann ich nicht mosern. Wir haben super Übergangsmöglichkeiten an andere Schläuche. Wir haben, ja, wie soll ich denn sagen, wir haben echt gut designte oder gut designte Kabelstränge dahin. Finde ich klasse. Und was ich meine mit, die schwenkt frei, ich zeige euch mal den großen, den kleinen Bruder, die 42053. Hier war es so, dass die Pumpe, ich pumpe den mal ganz kurz hoch, ich muss gucken, dass ich den richtig erwische, ich muss den Arm nach oben, das ist er. So. Hier war es so gewesen, dass die da mit Pneumatikschläuchen fest waren. Seht ihr das? Das bedeutet, die kann nicht frei schwingen. Das bedeutet, wenn ich die komplett hoch oder runter mache, hat die immer einen gewissen Winkel gehabt, beziehungsweise hier, seht ihr es? Die ist ein bisschen krumm. Nochmal ein bisschen vor. Nochmal ein bisschen vor. Die hängt ein bisschen krumm in der Gegend rum. Seht ihr das? Die schwingt nicht frei. Die schwingt frei. Der Mechanismus dahinter ist super, denn das ganze Gebilde hängt an einem, an einer einzigen Achse. An einer Achse. Und der Mechanismus zum Auf- und Zumachen, da sitzt die Pumpe nicht wie bei dem anderen Modell hier in der Kralle drin, sondern hier außen. Und über eine super Liftarm-Technologie, in der ein Liftarm gezogen wird, wird hier, ich zeige es euch mal, ich hoffe, ihr seht das gut, wird hier ein Liftarm hochgezogen bzw. runtergedrückt von der Pumpe, dass das Öffnen und Schließen des Greifes ermöglicht. Das ist Lego-Technik in Reinform. So hätte ich es gerne. So ist es. Zur Kritik. Warum setzen Sie das nicht überall um? Klar, das mit dem Ausleger und Arm, pneumatisch, auch mit den Schläuchen, super toll gemacht. Klasse Führung der Kabel, klasse, Schläuche meine ich, super. Warum habe ich jetzt nicht hier hinten ein Zahnrad, mit dem ich alle vier Stützen gleichzeitig hoch und runter machen kann? Oder von mir aus ein Zahnrad pro Achse, dass ich sagen kann, hier geht auf der Seite geht mit einem Zahnrad, gehen beide Stützen gleichzeitig hoch und runter. Nein, ich muss jede einzelne Stütze machen. Okay, Stützen sind stabil und gut, aber ich hätte mir da noch ein bisschen mehr Finesse gewünscht, denn hier unten, seht ihr schon, da ist niemand zu Hause. Nichts! Da ist niemand zu Hause. Da ist mehr umbaute Luft, als in jedem Gurkenglas, das leer ist. Richtig krass. Des Weiteren hätte ich mir noch gewünscht, so ein Zahnrad, dass ich den Kranz drehen kann. Da ist so viel Platz da. Hätte man doch da irgendwo eine Möglichkeit gehabt, dass man hier oben drehen kann, dass man den Kranz bewegen kann. Und wenn man noch viel, viel, viel mehr reinsteckt. Zwei Pneumatikzylinder, die gegeneinander arbeiten, dass das Ding sich dreht. Klar, dann dreht es sich nicht mehr 180 Grad, aber das wäre halt so eine Finesse gewesen. Das sind die Dinge, die mich in dem Ding stören. Die Kabine ist gut umgesetzt. Man muss keinen Aufkleber drauf machen. Sieht auch ohne Aufkleber super aus. Und bautechnisch ist es teilweise sogar auch sehr raffiniert gebaut. Vor allem der Korpus hier. Ganz anders als bei der 42131, bei dem gelben Backer hier. Ganz anders gelöst. Gefällt mir super. Auch der Liftarm, der hat, klar, der hat ein bisschen, da ist der Pneumatikdinger, der oben hat ein bisschen, ganz wenig Flex und der große Arm hat minimal Flex. Damit kann man sogar große Dinge aufheben. Wir nehmen mal den Profi-Nerd hier. Ich zeig's euch mal. Ich gehe mal mit dem Arm nach unten, noch mit dem Arm wieder ein bisschen nach oben. So, noch ein bisschen nach oben. Na, stopp. Und jetzt versuche ich mal den Kollegen hier zu greifen. Noch ein bisschen nach oben. So, versuchen wir den zu greifen. So, ein bisschen nach unten jetzt. So. Mal schön festhalten. Und jetzt. Achso, da geht schon was. Es hängt an der Kamera. Ihr seht es, es hängt an der Kamera. Für die Scheibe hat es nicht gereicht, da ist ein Glas drin. Aber er kriegt das hin. Okay, jetzt hat es nicht mehr ganz gereicht vom Halten her, war ein bisschen zu viel. Ich mache mal die Scheibe auf. Und das kriegen wir schon noch hin. Ich sollte natürlich auch in die richtige Richtung pumpen. Ihr seht schon, das ist echt praktisch. So, Scheibe auf, Kralle auf. So. Gucken wir, dass wir den wieder ein bisschen kriegen. Wie gehst du runter? So, und jetzt gerade zu. Ha, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Na, falsche Richtung. Jetzt habe ich ihn. Aber sowas von. Komplett in der Hand. Kann den runter machen, kann den hoch machen. Kann unterschiedliche Dinge damit machen. Ich kann den Kran aber auch in kompletter Länge, in der kompletten Länge, jetzt Achtung,
Der arbeitet. Die Luft arbeitet. Ich kann ihn komplett so hochnehmen. Das Ding funktioniert. Das Ding hat Kraft. Das arbeitet richtig gut. Das Ganze loslassen. Danke. Ich bin von der Pneumatikfunktion nach wie vor begeistert. Lassen wir dich mal ab. So. Ich bin von der Pneumatikfunktion nach wie vor begeistert und angetan. Das macht Lego echt gut. Nur halt, da ist niemand zu Hause. Da hätte ich mir mehr gewünscht, mehr Finesse. Und wie soll ich, wir machen es mal auf. Wir machen es gleich mal auf. Die Darstellung ist super. Es ist wirklich, es sieht gut aus. Und ich nehme jetzt hier einfach das Panel nach oben, ziehe hier den kleinen Stift raus. Das ist wirklich nur ein kleiner Stift. Zack. Und dann kann ich die, wenn ich es an der richtigen Stelle anfasse, die komplette Platte hier oben rausnehmen. So, Achtung. Wo ist denn die noch fest? Irgendwo ist sie noch fest. Irgendwo ist sie noch fest. Ach, man soll vielleicht die Stifte oben rausnehmen. Ha! Man soll die rausnehmen. Das ist natürlich... Zack. Dann können wir da mal reingucken, was da drin ist. So. Da drin ist auch niemand zu Hause. Da sind nur Pneumatikschläuche zu Hause. Und wenn er sagt, ja, oh mein Gott, Reihenventil ist ein grauer Schlauch und noch ein grauer Schlauch und dann noch anders sind zwei. Ja, ich weiß, man ist es gewohnt, dass in einem Ventil ein grauer Schlauch ist, ein blauer für die Luft und ein schwarzer für das Ding, also grau fürs Hochlassen und schwarz fürs Runterlassen. Nee, Lego hat sich gedacht, an einem sind zwei graue und zwei schwarze. Das ist wirklich richtig so, das steht auch so in der Anleitung. Da habe ich mich nicht verbaut, Freunde. Ich suche das mal, vielleicht finde ich es ja. Na, da haben wir es. Wir haben es gleich, wir finden es. Das ist gar nicht so schwer. Schläuche, Schläuche, Schläuche. Schläuche. Da oben seht ihr das. Es ist wirklich so gewollt aufgrund der Längen, die da drin sind. Es ist nicht so, dass die Längen, die beigefügt wären, auch gereicht hätten, um das richtig zu machen. Aber naja, ich habe mich an die Bauanleitung gehalten. Und wie ihr seht, das sind die ganz normalen Ventile von 42128. Das sind die, die man einfach nach links und rechts schalten kann. Aber, wie ihr seht, haben wir so eine Achsaufnahme in der Mitte, da ist eine Achse durch. Bedeutet, durch diese coole Technologie kann ich jetzt hier diesen Zahn aufstecken. Da geht die Achse durch dieses Ding durch und ich kann das auch so steuern. Seht ihr das? Ich kann den auch so steuern. Und mit diesem Mechanismus bedienen sie sich, dass ich nicht immer irgendwo solche kleinen Hebel rausstehen habe zum Bedienen. Finde ich top. Finde ich top. Bauen wir das Ding mal wieder zusammen. So viel Zeit muss sein. So, euch wieder hier drauf. Achse durch die Löcher. Hier zuklappen, Stift rein, dass nichts passiert. Na, der will noch nicht ganz. So, und jetzt hier wieder die kleinen gelben Stöpperchen drauf. So. Dauert immer ein bisschen kurz. So. Und der letzte. Was sagt ihr zu dem Set? Ist es 120 Euro wert? 120 Euro. Das ist schon ein ordentlicher Klopper. Wenn man bedenkt, dass es dieses Set für wesentlich weniger Geld gab damals. Muss aber auch sagen, es ist ein paar Zentimeter kleiner und kompakter. Dafür ist oben mehr los und weniger umbaute Luft. Also da ist wesentlich mehr los. Hat aber dieselben Funktionen. Ist nicht so, dass der... Also da muss man sogar die Stützen von Hand noch so machen. Ne? Das ist nicht so, dass da Zahnrad dran ist. Und wir können den Kranz auch nicht drehen. Genau dieselben Funktionen. Und sogar mehr Nachteile. Aber mehr gebaut. Ich finde den optisch hübscher. Finde aber den... wesentlich gelungener vom Bau, vor allem wegen der Kralle hier, worauf es mir ankommt. Und es gibt noch einen Vergleich dabei. Ich mache mal ein Vergleichsvideo, wie die zwei sich einstellen, wie viel Kraft die haben, wie gut die sind, die neuen Zylinder, die alten Zylinder, seht ihr ja, grau und schmal, gelb und dick. Gucken wir uns auch mal an bei Zeit. Würde das Ding für 80 Euro im Regal stehen? Würde ich sagen, 80 Euro? Nehme ich sofort. Lackgesoffen günstig. Nee, für 80 Euro würde ich sagen, UVP, super, super, super Teil. Kann man nicht meckern, 800 irgendwas Teile, 10 Cent plus Pneumatikzeug und zum Pumpen, da ist ja kein Motor drin, alles ideal. Da kann ich nicht meckern, machen wir davon immer wieder zu. So. Für 80 Euro, das heißt, ihr kriegt zum Handeln so für 65 Euro irgendwie hinterhergeschmissen, top Produkt. Aber für 120 Euro muss ich schon sagen, uiuiui, Technik ist immer rabattiert auf 20-30%, kriegt das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da macht euch keine Gedanken, wenn ihr den für einen steilen 80er seht, könnt ihr ihn auf jeden Fall mitnehmen, würde ich sagen, das ist okay für dieses Set, aber grenzwertig, aber okay. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, von meiner Warte aus,
Es hätte 99 Euro kosten sollen, eigentlich. So war es ja am Anfang des Jahres gelistet. Es gab dann diese Preiserhöhung, die indirekt, dann ist es auf 119,99 Euro gesprungen. Sogar für 99,99 Euro hätte ich gesagt, das ist hart über der Grenze. 120 ist einfach zu viel im UVP. Nun gut, das habe ich alles gezeigt, was das Ding kann. Seht auch mal die Fahrerhütte auf der Seite. Und das machen wir noch, bevor ich jetzt gehe, wollen wir mal gucken, ob man noch die Tasse heben kann oder ob er da umkippt. Komm, das machen wir noch. So. In dem Sinn, ich werde scheitern, das weiß ich jetzt schon, weil die Tasse liegt ein bisschen was. Habt noch einen wunderschönen Tag. So, und wenn das Ding jetzt gleich auf dem Fußfeld in meinem Fuß gebrochen ist, kommen die nächsten 2 Wochen keine Videos. So. Zack. Halt, bisschen höher nochmal. So, noch ein bisschen zurück. So, kriegen wir die Kralle jetzt zu, ohne dass was passiert. Ne, noch nicht ganz. Yeah, jetzt. Kralle zu. Jetzt habe ich die Kralle feste drin. Ne, noch nicht ganz. So. Muss vielleicht ein bisschen schräger dran gehen, dass die Kralle optimal zugehen kann. Ne, das war nichts. Satz mit X war wohl nichts. So. Oh. Ja. Ich hänge sie mal ein bisschen ein. So viel Spielraum muss ich ihm geben. So. Das machen wir da mal richtig zu. So. Richtig zu. Wir lassen die jetzt auch mal geschlossen und gehen mal hoch mit dem Kult. Das schafft man nicht. Das ist zu schwer. Na gut, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen wunderschönen Tag und schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu dem Ding denkt. Habt ihr es gekauft? Werdet ihr es kaufen? Wartet ihr auf einen riesigen Rabatt? Wer weiß. Ich hab's jedenfalls, ich bin froh drum. In dem Sinne, haut rein. Bis bald.